Guten Morgen! Ja, heute fahren wir den Panorama Highway, den sogenannten Highway 17. Der läuft nördlich vom Lake Superior, also auf der kanadischen Seite. Und der ist bekannt dafür, dass er halt wirklich schöne Punkte, schöne Aussichtspunkte hat und schöne Wanderwege auf dem Weg sind. Und das machen wir jetzt die nächsten 2 bis 3 Tage. Also der Highway beginnt in Sault Marie und geht bis zur Thunder Bay, und das sind insgesamt 700 Kilometer oder 800 circa. Da gibt es halt echt viel zu sehen auf dem Weg, deswegen wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür. Weil der Lake Superior ist auch echt schön, und wir waren gestern schon im Lake Huron baden. Und ich schätze mal, dass der Lake Superior genauso schön klar und frisch ist und dass wir da viele Stops machen zum Baden. So, wir sind jetzt an unserem ersten schönen Platz am Lake Superior angekommen. Und mit Sandstrand, und da gehen wir jetzt erstmal laufen. Und vorher muss ich aber euch noch was zeigen. Und zwar haben wir richtig coole Rockslider mit Funktion der Rockslider gefunden. Und zwar können wir die Schuhe so super einklemmen. Wir machen jetzt eine Strandwanderung. Es geht ein ziemlich kühler Wind, aber es ist richtig schön angenehm. Also es sind keine Mücken und gar nichts. Hier ist richtig schöner Sandstrand. Und hier kann man echt ziemlich lang laufen. Auf der anderen Seite geht es richtig weit nach hinten. Also da kann man ewig laufen. Und das machen wir jetzt. Also der Lake Superior, der ist ungefähr, also ein bisschen größer als Bayern. Also Bayern hat 70.000 Quadratkilometer Fläche und der Lake Superior hat 83.700 irgendwas, glaube ich. Das ist schon heftig groß. Also der ist flächenmäßig ist das größte Binnengewässer auf der Welt. Und vom Volumen her glaube ich nicht ganz. Also an der tiefsten Stelle ist er 400 Meter tief. Guten Morgen, wir hatten eine super Nacht und fahren jetzt weiter Richtung Westen, immer noch auf der Panoramastraße, und es gibt super Neuigkeiten. Das Campen auf dem Crownland ist wieder erlaubt und Fireban ist aufgehoben. Das heißt, wir können wieder Brot backen draußen und Feuer machen am Abend. Und ja, jetzt geht es für uns erstmal zu den Ureinwohnern. In Deutschland sagen wir einfach Indianer, aber das ist hier irgendwie nicht so. Die Einheimischen sagen, Indianer ist eine Beleidigung. Deswegen sage ich jetzt die Ureinwohner. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns was anschauen. Und zwar ist es eine Felswand mit Malereien von diesen Ureinwohnern eben. Und wir nehmen euch mit. Die Wege sind nicht zu unserem Wanderkreis. Ja,
Ureinwohner haben für die Malereien Steinfarbe verwendet. Man schätzt das Alter von den Zeichnungen zwischen 150 und 400 Jahren. Und es haben wohl mehrere Generationen da an dieser Wand gezeichnet. Das war früher hier auch ein Vulkangebiet. Oder hier war mal ein Vulkan und hier sieht man, hier ist diese Lava oder das alte Gestein. Hier sieht man das geschmolzene Gestein und wie die Erosion das so wegspült. Und die Wege, die wir hier vorne runtergelaufen sind, sind genauso entstanden, weil der Stein oben einfach fester ist. Ja, perfekt. Okay, stopp. Mach den Motor aus.